So, es geht weiter bei unserer Intuitions- und Wirbelsäulenkonferenz. Und wir schalten jetzt den Pavel Osten dazu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Jetzt ist er im Bilde, jetzt bist du auch zu sehen. Grüß dich ganz herzlich. Wir haben nur ganz kurz Skype-Test gehabt und haben uns noch nicht wirklich so kennengelernt. Ich weiß noch gar nicht so richtig genau, was du machst. Und deswegen ist das Schöne so direkt gleich in der Konferenz, ne? Das ist nichts abgesprochen, sondern Super. deswegen ist es auch gleich ganz lebendig. Genau. Ja, Pavel, vielleicht die erste Frage an dich. Was hast du mit Wirbelsäule zu tun? Also Vielleicht auch meine, gerne erstmal überhaupt zu dir, ne? Einfach ein paar ja, Worte zu zu dir. mir. Ja. Also ich komme ursprünglich aus Polen, lebe seit 34 Jahren in Deutschland und bin Heilpraktiker seit 2003 und meine ersten Kontakte mit der Wirbelsäule waren im Jahr 99, wo ich den Dorn-Kongress in Memmingen besucht habe. Und das hat mich so fasziniert, dass ich beschlossen habe, mehr über die Wirbelsäule zu erfahren. Und also vor allem hat mich die Person Dieter Dorn sehr fasziniert, weil er so aufrichtig, so ehrlich war. Er sprach vor einer riesigen Menge, waren, glaube ich, über 400 Menschen im Saal. Und ja, er hat vom Herzen gesprochen und das hat richtig mich beeindruckt, mich begeistert, mehr darüber zu erfahren. Und dann habe ich also verschiedene Therapeuten, die die Dorn-Methode unterrichtet haben, besucht und habe meine Erfahrungen gesammelt. Kurz danach habe ich angefangen mit der Heilpraktikerschule. Und ich hatte das Glück, dass ich gleich die Prüfung bestanden habe und konnte dann starten. Meine ersten Patienten waren Nachbarn, Bekannte und es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich die Praxis eröffnet habe, weil ich da meine Erfahrungen erst sammeln wollte. Und die Dorn-Methode hat mich mein Leben lang begleitet und ist nach wie vor Teil meiner täglichen Praxis. Wobei ich eine Zeit lang habe ich sie selber unterrichtet, zusammen mit meiner Kollegin Frau Cordes aus München. Und wir haben sie auch ein Stück weiterentwickelt, sodass wir eine eigene persönliche Schrift darin entwickelt haben, um uns nicht nur an das zu halten, was Dieter Dorn den anderen Therapeuten beigebracht hat und was sie dann ihrerseits weitergegeben haben. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass eine Methode, eine Heilmethode weiterleben muss. Und jeder Mensch ist anders. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das betrifft auch die Heilmethoden und betrifft auch die Art, wie bestimmte Inhalte übermittelt werden, unterrichtet werden, das muss auch individuell persönlich sein. Das Persönliche ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist auch Teil meiner Philosophie in meiner Praxis. Wenn ein Patient zu mir das erste Mal kommt, nehme ich mir viel, viel Zeit für ihn und höre zu und stelle Fragen. Ja? Also bei mir gibt es keine Massenabfertigung, das möchte ich nie erleben. Ich nehme mir für jeden Menschen genügend Zeit, weil ich erkläre das später, warum das so wichtig ist. Da kommen ganz viele Informationen, ja, und das hat auch etwas mit der Wirbelsäule zu tun. Das ist nicht nur, weil ich neugieriger Mensch bin, sondern das hat was mit der Wirbelsäule zu tun. Jetzt zu meiner Person noch. Nach der Dorn-Methode habe ich mich intensiv mit kraniosakrale Osteopathie beschäftigt und momentan mache ich eine Fortbildung in Biodynamik. Das ist eine Weiterentwicklung der kraniosakralen Therapie. Ja, und ich habe auch viele andere Ausbildungen im Bereich der Naturheilkunde und dieses Wissen fließt mit ein. Und ich wollte deshalb auch auf die Wirbelsäule eingehen, nicht so sehr nur auf die Anatomie. Das ist bekannt, das kann man in tausend Büchern und
Atlanten nachlesen. Das ist nicht mein Schwerpunkt. Ich wollte auf etwas hinweisen, was vielleicht weniger geläufig ist und weniger an Schulen, sei es an Universitäten oder an Heilpraktikerschulen unterrichtet wird, was aber ganz, ganz essentiell ist. Ja, Gerne, gerne. unsere Schulmedizin ist nur 200 Jahre alt. Ja, es gibt aber noch andere Heilmethoden. Ayurveda ist über 5000 Jahre alt. Fast genauso alt ist die traditionelle chinesische Medizin und die haben in dem Bereich auch ganz, ganz viel zu sagen. Und damit wollte ich eigentlich inhaltlich meinen Vortrag starten, dass ich kurz auf Ayurveda und auf die chinesische Medizin eingehe und den Bezug zur Wirbelsäule herstelle. Und zwar fangen wir mit Ayurveda an. Die alten Weisen des Ayurveda, die Lehre vom Leben, haben festgestellt, dass im menschlichen Organismus 72.000 Energieleitbahnen existieren, genannt Nadis. Und die drei wichtigsten sind Ida, Pingala und Sushumna. Sushumna in der Mitte verläuft in der Wirbelsäule. Ja, und die Wirbelsäule ist somit und die Sushumna als eines der wichtigsten Energiekanäle. Ida und Pingala. Ida ist rechts, Ida ist links, Entschuldigung, Pingala rechts. Und die beiden kreuzen sich in der Sushumna mehrmals. Ja. Und diese Energiekanäle, die steuern die Energieverteilung im Körper, sind also ganz wichtig für das körperliche, seelische und emotionale Gleichgewicht des Menschen. Ja? Und deshalb ist es, was auch andere wichtige Begriff im Ayurveda sind die Chakren. Ja? Chakra aus dem Sanskrit Rad, Energierad oder Energiewirbel, könnte man übersetzen. Und diese Chakren liegen auch entlang der Wirbelsäule. Also man sieht, die Wirbelsäule ist ein energetisches Zentrum des Menschen. Und auch von der Anatomie, von der westlichen Anatomie, die Wirbelsäule liegt genau in der Mittelachse des Menschen. Wenn der Mensch sich aufrecht hinstellt, dann ist die Wirbelsäule ganz in der Mitte. Ja, und sie ist auch, wenn man von der Seite betrachtet, ist die Wirbelsäule auch in der Mitte. Ja, also es ist praktisch die körperliche Mitte, aber auch die energetische Mitte, zumindest im Bereich des Ayurveda. Jetzt switchen wir zur traditionellen chinesischen Medizin. Da gibt es die 12 Hauptmeridiane. Und zusätzlich zwei sehr wichtige Meridiane, die eine zentrale Stelle einnehmen. Eines ist praktisch Zentralmeridian, beginnt am Damm und endet praktisch im Mund. Und der andere Meridian läuft hintenrum entlang der Wirbelsäule über den Kopf und endet praktisch auch im Gaumen. Ja, und da begegnen sie sich. Die Zunge ist sozusagen die Elsternbrücke. Ja. Und diese beiden Meridiane haben eine zentrale Stellung, weil alle anderen Meridiane sind mit ihnen verbunden. Das sind so wie die Zentralkanäle, Zentralenergiekanäle in der chinesischen Medizin. Ja? Und ein anderes sehr wichtiges Meridian für die Wirbelsäule ist der Blasenmeridian. Der beginnt im inneren Augenwinkel, verläuft, also zwei Äste verlaufen parallel über die Stirn nach oben. Dann hinten, ich drehe mich kurz um, hinten praktisch über den Kopf und links und rechts von der Wirbelsäule entfernt. Also liegt parallel praktisch entlang der Wirbelsäule. Und auf diesem Blasenmeridian sind mehrere, also sind praktisch Wirbel für Wirbel, sind neue sogenannte Zustimmungspunkte zu den Organen. Das bedeutet, dass man über diese Punkte, die normalerweise in der Medizin mit Nadeln behandelt werden oder auch mit Akupressur, über diese Punkte kann man Organe erreichen. Also da sehen wir energetische Verbindung zwischen der Wirbelsäule und den Organen. Was Ähnliches kennen wir aus der westlichen Medizin. Wir haben diese sogenannten Dermatome, das sind Segmente. Jeder Wirbel, jede
sogenannter Spinalnerv, also Nerv, der von der Wirbelsäule ausgeht, versorgt ein bestimmtes Hautareal. Ja, das sind die Dermatome. Oder auch ein anderer Begriff ist die Hetschenzonen, genannt nach dem Arzt Dr. Hett. Ja, und das, wenn man diese Kenntnisse hat, dann weiß man, aha, Wirbelsäule ist etwas anderes als nur eine Anhäufung von ein paar Knochen. Ja, also wenn ich das so etwas salopp sage, sondern es ist ganz, ganz wichtig. Es ist die Mitte des Körpers, die Mitte, energetische Mitte des Körpers, und es ist gleichzeitig für mich ein Spiegel der Seele. Ja, und da habe ich, je mehr ich mit der Wirbelsäule arbeite, desto mehr Respekt habe ich vor der Wirbelsäule. Ja, desto mehr Achtung. Es ist für mich, also wenn man das Wort heilig verwenden dürfte, es ist ein heiliges Gefäß im Menschen. Ja, und wenn ich diese Kenntnisse in meine Praxis einschließe und sie nutze, dann ist die Arbeit an der Wirbelsäule eigentlich eine zentrale Arbeit. Es ist so in meiner Praxis, dass wenn Menschen zu mir kommen mit den unterschiedlichsten unterschiedlichen Themen oder Problemen und Beschwerden, dann habe ich gleich eine Idee im Hintergrund, was könnte, welche Wirbel könnte betroffen sein. Ja, weil von jedem Wirbel ist über den Nerv sind Organe, Sinnesorgane, Körperteile sind vernetzt. Ja, also ich habe, denke da an ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe eine Bekannte angesprochen, die trug eine Bandage um den Arm, und ich habe gefragt, ja, was hast du da? Hast dir was gebrochen? Nein, sie hat Tennisellenbogen. Ja, dann hat es bei mir gleich Klick gemacht. Aha, die zwei Wirbel, der siebte Halswirbel und der erste Brustwirbel sind betroffen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich hast du Verspannung gehabt in der Schulter. Also zwischen den Schulterblättern. Dann hat sie mich mit großen Augen angeschaut, so als ob ich von einem anderen Stern kommen würde, und fragte, ja, woher weißt du das? Für mich war das selbstverständlich. Wenn man weiß, die Zusammenhänge, ja, und dann kam sie zu mir in die Praxis, wir haben an den Verspannungen gearbeitet, und dann zeigte sich gleich auch ein Thema, Stress, den sie hatte und mit dem sie über niemanden reden konnte. Dieses haben wir in die Praxis, also in die Behandlung mit aufgenommen, haben wir darüber gesprochen, haben wir nach Lösungen gesucht, und sie in kurzer Zeit konnte sie den Verband ablegen. Ja, es hat nicht viele Behandlungen gebraucht, und ja, also wie oft werden Menschen zum Beispiel am Karpaltunnel Syndrom operiert, ja. Wenn man weiß, die Verbindung zur Wirbelsäule, könnte man nachschauen, welche Wirbel ist da blockiert, und könnte man relativ schnell Abhilfe leisten, ja. Also das sind so Sachen, wo ich denke, in Zukunft, je vernetzter wir denken, ja, je ganzheitlicher wir den Menschen sehen und betrachten, desto mehr Möglichkeiten haben wir. Also es wäre wirklich schade, wenn wir nur Schmalspurmedizin betreiben. Ja, also das ist etwas, was ich mir wünsche, und deshalb möchte ich an dieser Stelle mich bedanken bei euch für die Einladung. Habe ich mich riesig gefreut, weil das eine Chance ist, dieses Wissen weiterzugeben an andere Therapeuten, weil ich hab's, das, was ich hier erzähle, habe ich weder in einem Anatomiebuch gelesen, noch habe ich das irgendwo an der Heilpraktikerschule gehört, weder von anderen Heilpraktikern noch von Ärzten. Das ist etwas Wissen, das aus über 10-jähriger Praxis gewachsen ist. Ja? Und für mich ist die Wirbelsäule eine Landkarte des Menschen, des ganzen Menschen, also nicht nur körperlich, sondern seelisch, emotional. Ja, also ich kann mich an Fälle erinnern, wo Menschen zu mir gekommen sind, und dann habe ich ihre Wirbelsäule mir angeschaut, getastet und habe ein paar Fragen gestellt und ins Schwarze gelandet. Die waren verblüfft, dass ich auf ihre Themen gekommen bin,
haben mir dann die Rückmeldung gegeben, ja, das stimmt, so ist es auch. Ich habe die Menschen vorher gar nicht gekannt, ja. Die kamen zu mir auf Empfehlung und ich konnte das gar nicht wissen, aber intuitiv habe ich die richtigen Punkte gedrückt und die richtigen Fragen dazu gestellt. Und das ist für mich auch ganz, ganz essentiell. Also für mich ist eine Wirbelsäulenbehandlung niemals rein mechanisch. Ja, ich stelle immer Fragen, ich interessiere mich für den Menschen, wo steht der, was macht der, was hat er für Beschwerden? Wie ist die familiäre Situation? Wie ist die berufliche Situation? Wo hat er Stress? Wo hat er Probleme? Was für, ja, was für emotionale Konflikte haben zu seinen Beschwerden geführt? Und sehr oft freuen sich die Menschen, dass jemand danach fragt und können sich öffnen und allein das schon bewirkt Heilung. Da muss ich oft gar nicht die Hand anlegen und irgendwie drücken. Im Lauf meiner Praxis wurde meine Behandlung immer sanfter, immer zarter. Ja, erstens, weil ich Methoden kennengelernt habe, die ja, die ohne Kraft arbeiten. Ja, und zweitens, weil ich eben diese Fragen gestellt habe. Ich habe auch zwei oder dreimal am Dorn-Kongress habe ich Probebehandlungen gegeben und habe festgestellt, dass da sehr unterschiedlich auch gearbeitet wurde. Manche Therapeuten haben viel, viel Kraft verwendet, ja, und es ist überhaupt nicht nötig. Es ist, man kann mit Wirbelsäule sehr sanft arbeiten und sehr, sehr effektiv. Und meine Erfahrung ist, je sanfter, desto effektiver, ja. Also die, wenn ich viel, viel Kraft anwende, stimmt was nicht. Ja, für mich stimmt was nicht. Also da ist für mich ein Hinweis, aha, ich sollte Rückwärtsgang einlegen. Ja, mich selber zurücknehmen und die Frage stellen, was will ich da erreichen? Will ich mir etwas beweisen? Will ich etwas erzwingen? Will ich etwas pushen, was noch vielleicht gar nicht dran ist? Ja, also das sind Fragen, die ich mir als Therapeut stellen müsste. Wenn ich zu sehr mit Kraft arbeite, weil ich denke, es geht auch anders. Und es ist meine Erfahrung, es ist meine tägliche Erfahrung, dass es anders geht. Ja. Oh, spricht mich sehr an, ja. Also Ja. gut, jeder tickt, also ne, ich weiß es aus eigener Erfahrung, sobald es ein bisschen zu stark ist, verspanne ich Ja, mich eher da rein als richtig. entspanne. Also es ist so, und ich kenne aber auch Menschen, die das ganz, ganz stark und starker Druck brauchen, damit sie sich überhaupt spüren, ne? Auch wie gehst du Das ist dann mit diesen richtig. Menschen, also wie, ja, was rätst du diesen Menschen oder wie gehst du mit diesen Menschen dann um, die einfach sagen, oh, stärker, stärker, stärker. Was Aha. Also ja, das ist richtig. Also ich kann auch stark drücken. Ich kenne auch, auch Techniken manuell, wo man Druck verwendet. Ja, nur ich bin davon abgegangen, über die Wirbelsäule, also die Wirbelsäule berühre ich nicht so oft direkt, sondern indirekt, über die Muskeln, über die verspannten Muskeln. Und ich kann schon auch stärker reindrücken in den Muskel, nur es ist so, dass es erstens ungefährlich, ja, weil wenn ich in den Muskel stark reindrücke, kann nichts brechen. Es kann sein, dass der Muskel, wenn ich zu lange drauf bin, dass da kurzen blauer Fleck bleibt. Passiert mir äußerst selten, ja, aber das wäre die schlimmste Gefahr, die passieren könnte, wenn ich auf dem Muskel zu lang drauf bleibe mit starkem Druck, dass dann ein blauer Fleck eine kurze Zeit, ein, zwei Wochen vielleicht bleibt, ja. Aber von daher ist meine Art, mit der Wirbelsäule zu arbeiten, ungefährlich. Nur, also Menschen, die ja, die starken Druck brauchen, ja,
wenn Sie sagen, Sie möchten es stärker, ich kann schon auch ein bisschen meinen Druck erhöhen. Nur nichtsdestotrotz stelle ich die gleichen Fragen, über die ich erzählt habe, stelle ich auch diesen Menschen und dann sehe ich gleich, sind sie bereit, sich zu öffnen. Ja, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Meistens diejenigen, die nur starken Druck möchten und kein Interesse zeigen, auf diese Themen, die dahinter sind, einzugehen, die kommen meistens nicht oft zu mir. Ja, also ich bin kein Mensch, der sich nur rein mit mechanischer Behandlung begnügt. Ja, das macht mir Das keinen spürt Spaß man, ja. und die Menschen, die zu mir kommen, die spüren das, dass ich kein oberflächlicher Mensch bin, dass ich nicht mich nur mit dem Begnüge, was man überall findet, dass ich so die ausgetretenen Pfade folge, ja, sondern ich möchte dahinter schauen, warum hat der Mensch diese Beschwerden bekommen? Was hat ihn dazu geführt? Was blockiert ihn? Wo steht er sich selbst im Weg? Ja, das sind Fragen, die ich mir selbst stelle und die ich, wenn ich zu anderen Therapeuten gehe, selber als Klient, als Patient möchte ich, dass Sie mich da auch anleiten, dass Sie mir zeigen, wo blockiere ich mich selber, wo stelle ich mir selber ein Bein. Und das ist der Anspruch an meine Arbeit. Und ich denke, das macht die Arbeit auch lebendig. Ich bin nie gelangweilt. Jede Behandlung ist neu, jeder Mensch ist neu. Und es ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, mich in die Arbeit zu langweilen, weil das ist so spannend, das ist so neugierig, das begeistert mich einfach. Ja, also jeder Mensch bringt was Neues mit, neue Zusammenhänge. Für mich ist es so ein bisschen wie eine Detektivarbeit, ja, herauszufinden, woran liegt es, dass der Wirbel zum Beispiel blockiert, woran liegt es, dass der Mensch verbogen ist, was hat ihn verbogen, ja, Skoliose zum Beispiel, ja. Was hat den Menschen verbogen? Wo verbiegt er sich selber? Kann er nicht zu sich selbst stehen? Wenn ja, wenn das stimmt, warum kann er nicht zu sich selbst stehen? Ja? Oder wenn jemand sehr stark nach vorne gebogen ist, was drückt ihm auf die Schulter? Ja, da kommen wir zum Thema Psychosomatik. Die Lehre von den Zusammenhängen zwischen Seele und Körper. Ja? Und ich versuche das nicht zu überstrapazieren in meiner Behandlung, bin da sehr vorsichtig und ich stecke niemand in eine Schublade, weil jeder Mensch anders ist. Und wenn ich auf das Thema Psychosomatik eingehe, sind es von mir aus nur Angebote. Ich habe Respekt vor jedem Menschen. Ich zwinge niemand dazu, sich zu öffnen. Das kann man gar nicht. Ich biete es nur den Menschen an. Ja, und wenn das passiert, entsteht ein Dialog und das ist ein sehr heilsamer Dialog. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass das ein sehr heilsamer Dialog ist, in dem der Mensch sich öffnet, die Themen angeschaut werden können und da passiert oft Heilung, ohne dass wir an der Struktur arbeiten. Ja, also ich hatte einen Fall, wo ich mit einer Dame gearbeitet habe, die seit 3 Monaten Rückenschmerzen hatte. Und durch das Gespräch, durch Fragen, kamen wir darauf, dass die dahinter steckende Ursache der Todesfall ihres Sohnes war, der Selbstmord begangen hat. Also ein sehr trauriges Fall, sehr trauriger Fall. Und wir haben mit diesem Thema gearbeitet. Wir haben ein kleines Ritual gemacht, wo die Dame ihren Sohn verabschiedet hat und ihn hat loslassen können. In Liebe sich von ihm getrennt hat, in dem Wissen, dass sie trotzdem mit ihm verbunden ist. Und das allein hat so eine starke, so starke Prozesse, so starken Prozessen geführt. Ich habe von der Dame dann nach der Behandlung nichts mehr gehört. 2 Monate später habe ich nur gehört, es geht ihr sehr gut und sie hat keine Rückenschmerzen mehr. Ja, und das zeigt mir einfach, der Mensch ist nicht nur reine Mechanik. Ja, wir in unseren Schulen, Universitäten, wir unterrichten das alles viel, viel zu mechanisch. Ja, das kann man so kann man den Menschen nicht sehen und so kann man den Menschen nicht behandeln.
Wow, Ja. danke Schön. schön. Das ist Vielen ein Dank. Beispiel für Ja. Begeisterung und glücklich arbeiten. Ja, Ja, danke. Es danke an gibt die auch Zuschauer auch, ja. schöne Rückmeldungen. Ja, es ist zu merken, dass Sie in Ihrer Berufung völlig aufgehen. Darum also Praxis für Gesundheit und Lebensfreude. Und ich hoffe sehr, dass Herr Osten bei der nächsten Wirbelsäulenkonferenz wieder dabei ist. Ja, und danke, lieber Gerne. Andrea, dass du da richtige Perlen gefunden hast. Wow. Dankeschön. Ja, Dankeschön, herzlichen, Gruß auch ganz an schön, Andrea. sehr, Danke. ganz ein schöner Beitrag. Vielen Dank. Danke. Danke. Namaste. 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 Ciao. Ciao. Ja. Kurze Pause, in 5 Minuten geht es weiter. Ja.